Programm. Ja, ist jetzt nur übergangsweise, weil das andere muss aktualisiert werden. Und das geht. Und das geht jetzt nicht. Sonst hätte ich es ja gemacht. Das erste Mal, als ich das Wort gesehen habe, so habe ich es als erstes gelesen. Ja. Flock. Geschickt, hast du das gesehen? Gefunden, wie man die Leute nicht sieht. Einfach die Kamera mal so bis nach unten halten. Ja. So. Aber ich zeige jetzt eine wunderschöne Landschaft. Wie heißt der Fluss da drüben? Dame. Ja. Glaube ich. Ja. Dame oder Spree? Nee, Dame müsste das eigentlich. Doch. Dame. Es gibt auch einen Herrensee, also. Warum? Fehlt nur noch, dass die Dame da reinfließt. Bitte schütteln. Auf zwei Achsen. Ein Schulbus. Gehen können sie leider nicht. Ja. Ja. Dort ist die Dame. Ja, ich. Und hier, ich weiß nicht, wie das Schloss heißt, aber. Ich glaube, Köpenicker Stadtschloss, auf jeden Fall, glaube ich zumindest. Aber da kennt mein LP, kennt sich aus. Glaube ich. Ich habe nicht gesagt, dass ich es weiß. Ich glaube, ich war da sogar schon mal drauf. So. Da kommt ein Kollege im Skal. Ich nehme die Standardkamera. Darum, die kackt nicht so oft ab. So, da drüben sehen wir einen Scania. Ich hoffe, man hat gesehen. Scheibenkleister. Alter, ich glaube, man hat mein Gesicht gerade gesehen. Ey, nee. Meinst du? Ja, und wenn ist ja nicht so schlimm.
Ich hoffe nur, es wird jetzt nicht allzu voll. Ah, ein Scheibenkleister. Nee, ein VDL. Auf den 162. Und das Schlimme ist, die führen direkt zu meinem Kieferorthopäden. Das heißt, ja. Ja, falls ihr euch wundert, er hat Max ist Sicherheits zum Greifen. Schande. So. Sieht man es vielleicht? Ah, da. Oh. Dort hinten ist eine große Baustelle. Ja, die haben nämlich die Schienen rausgerissen. Ja. Das ist so. Jetzt geht's schön durch unsere Altstadt. Ich hoffe, man sieht einigermaßen was. Und hier ist Kevins Aufnahmegerät. Das LP vergisst man so leicht. So, ein bisschen Smalltalk müssen wir schon machen. Ja. Was hältst du von den Namen Torbanien Pringels? Ja. Okay, voll das Smalltalk. Er hat mich ja abonniert, das heißt, ich sollte nicht zu weit ausschweifen. Also, Ich habe ihn ja auch abonniert, also. Ja, ich finde, er macht halbwegs gute Videos. Das Schlimme ist halt. Schieß gegen dich, Torbanien. Aber der Name ist ein bisschen. Ja. Und Technik Center Köpenick. Und die Anzeige, die ständig kaputt ist. Dazu muss man sagen. Und das ist fast immer so. Echt, das werde ich gleich mal ausprobieren. Wieder raus. Eine Sporttherapie. So nenne ich jetzt meinen Titel. Mein erster Vlog, nur Rundespiele bei Zoom. Ich muss auch gucken, und ob ich. Hier ist irgendwie ein Eisding ins Kopf. Und hier ist derselbe See, den wir, also denselben Fluss, den wir auch eben überquert haben. Nee, ich glaube, das ist die Spree. Egal. Auf jeden Fall irgendein Fluss. Ja, irgendwas Wässriges. Ja, irgendein Gewässer. Bäume, noch mehr Bäume. Und jetzt hier ist ein kleiner Bootsverleih. Ah, ja, da waren wir schon mal, ne? Ja, und hier ist ein kleiner Park. Da kann man sich ehrlich gesagt gar nicht erholen, weil es hier. Also nicht wirklich, aber. Wurde gesagt, dass wir es nicht machen dürfen, wenn ja. Haben. Zumindest haben sie es nett formuliert. Hat niemand gesagt, wir dürfen es nicht tun. Eben, und das hätte man ja ruhig mal sagen können, finde ich. Also, wir waren dann auch sehr klein. Das ist sehr klein, ist auch schon übertrieben. Das ist noch. Da ist auch noch mal ein Kollege auf der 61. Guck mal, siehst du es da? Richtig schön viele Blumen dort. Jo. Ich sehe so. Hier sehen wir mal eine mehrfache Haltestelle, wo mehrere Linien auf einmal abfahren. N69. Na, Busse und Straßenbahn. Oh, da kommt noch ein Kollege. Nee, ich steck nichts aus. Mach ich keine Angst. Ja, ich steck nichts da aus und. Genau, ich steck Seelenbinder aus und steck dort in den X69er um. Ja, genau, und ich fahre durch zum Forum. Gut, könnte ich eigentlich auch machen, aber das. Welche Bahn ist denn das? Die 63, ne? M72, also M62, so, was eigentlich nicht real ist.
Da hatte und man die Anzeige um 63 sein, das heißt, ich kann bis zum Forum durchfahren. Jupp. Oh, oh, da kommt eine alte Schwede. Da hinten ist ja noch eine Baustelle. So, ja. Ich liebe den Ding. Das kann ich bei meiner Kamera, wenn ich Openings mache, was sehe ich auch noch aufnehmen, wir alle nachher. Okay. Da kann ich während der Aufnahme nichts tun, deswegen. Ich gerne. Ah ja, gleich. Und dort hinten muss ich schnell suchen, bevor die Bahn weiterfährt. Dort hinten, ich der Schaf. Kommt da zufällig ein X-Hack, keiner? Nee. So. Hier. Ach, das war noch selten damals. Ja, hier findet man auch sehr viel zum Selbstverpflegen, gewissermaßen. Hier sogar, nee, hier war mal eine Zockerbank drin. Friseur. Ach, hier ist die Zockerbank. Ich nehme mich jetzt nicht mit DU-Rekord auf, weil jetzt wird die Aufnahme schon wieder beendet. Und wahrscheinlich hier auch nochmal eine Bank. Also ich weiß nicht, ob noch ein bisschen gut haben kann, wenn nicht, dann bringe ich Musik unter. Ja. Ich weiß, wie es geht, ich habe ein gutes Aufnahmeprogramm dafür. Aber es ist auf Handy und ich krieg's nicht auf dem Computer. So, und ich steige jetzt aus. Dann könnt ihr auch unsere Straße mal nochmal vollen. Ach, die Anzeige ist auch kaputt. Wie schön. Und tschüss. Eine Haltestelle weiter und warte jetzt auf meinen Bus. Stimmt, ich nehme gerade mit meinem Handy auf. So, X69, alle 20 Minuten, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. So, da hinten ist ein Citaro G. Auf der Linie 169. Ich hoffe jetzt, ich erwische jetzt auch noch ein Citaro G, weil ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass bei den Solaris hinten ist es ja immer so heiß. Also so warm. Wegen dem Motor. Und beim Citaro G, der liegt halt, also der Motor liegt, nicht der Bus, sondern der. So, ja. Hier ein sehr schöner GT6U. Und ich finde ihn gar nicht schön, weil ich finde, es ist ein Zustand. Es ist kein Fahrzeug, es ist ein Zustand. Mal gucken. Hier habt ihr auch mal ein paar Stadtplanausschnitte. Vom N69, der wird auch, das ist hier Haustürservice. Da fahren immer Kleinbusse. Und die könnten jetzt am Beispiel, sagen wir mal, ich muss so kurz was gucken. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier wohnt, man kommt von hier, kann man, wenn er das schafft, dass der Bus auch hier halten kann. Speist er direkt vor der Haustür aus, das ist eigentlich voll geil. Ich denke mal, ich werde jetzt bis zu meiner Endstation aufnehmen, wenn mein Akku so lange heißt und die Aufnahmezeit. So, da kommt ein Solaris. Sehr schön. Also das ist das Einzige, was man hier vielleicht antrifft, ein Solaris oder Mercedes-Benz-Gelenkbus.
dem Scania gar nicht. Außer jetzt auf dem Ersatzverkehr, wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt. Ja. Und dann kommt nochmal ein GT6-Konzept hoch. Ach Mist. Ich muss gleich mal eine kleine Pause einlegen. Sagen wir, ach, 27. Okay, genau so. Haben wir ja vorhin gesagt, wegen Bauarbeiten. 22.04. Und die besitzen ein OBU-Gerät vorne und das finde ich wiederum echt scheiße. Heißt also die Ansagen sind von Helga Beyerz, aber ich finde, die gehören in keine Straßenbahn. Da finde ich die alten Ansagen viel besser. Ich denke mal, ich mache dann im Bus weiter mit der Aufnahme und sage bis gleich.